Hallo liebe Papierkreative, willkommen auf meinem Kanal Stempel, Stanze, Papier. Ich heiße Ulrike, ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin, wohne im Raum Würzburg, also im nördlichen Bayern, und habe heute eine Katalogtour dabei. Heute ist Jubeltag, 1. Mai, und der neue Stampin'-Up-Katalog ist für alle Kunden erhältlich, beziehungsweise die Produkte aus dem Katalog können alle bestellen. Und auch wir Demonstratoren hatten ja nur eine sehr begrenzte Möglichkeit, daraus zu bestellen. Und natürlich ist meine Wunschliste wieder unendlich lang, weil ich so viele tolle Sachen da drin finde. Der neue Katalog sieht ein bisschen anders aus. Nein, es ist kein IKEA-Katalog, es ist auch kein Bauhaus-Katalog oder Obi-Katalog oder wie alle diese Baumärkte heißen. Nein, im Zentrum soll stehen die Gemeinsamkeit, das gemeinsame Spaß haben am Kreativsein, sich treffen und miteinander einfach Projekte werkeln und sich auch austauschen über dieses wunderbare Hobby. Der Jahreskatalog gilt wieder von Mai 2024 bis April 2025 und wir beginnen. Er ist neu, er ist frisch, er sieht anders aus und er ist auch ein bisschen anders aufgebaut. Gucken wir doch mal rein. Also, hier vorne auf der ersten Seite sieht man immer die CEO bzw. Mutter und Tochter, also unsere Führungsspitze sozusagen in der Firma Stampin' Up, die ja aus den USA kommt. Ja, und fangen wir mal an. Wir haben einen besonderen Aufbau. Wir haben eine Dreiteilung. Wir haben auf den Seiten 4 bis 11 die Anfängervariante. Das heißt, wenn jemand noch gar nicht gebastelt hat oder anfangen möchte mit dem Hobby, er hat noch nicht viel, er hat eigentlich so gut wie gar nichts, dann wird hier beworben die Sets. Da gucken wir gleich rein. Dann gibt es den zweiten Part für schnell und einfach gestaltet. Der ist von der Seite 12 bis 29. Hier auch nochmal für den Gelegenheitsbastler, der jetzt nicht die große Ausstattung hat, aber sich vielleicht das ein oder andere doch zulegen möchte. Und dann natürlich die große kreative Welt mit unseren gesammelten Produkten, die es gibt. Und Stempeltechniken werden hier sehr in den Vordergrund gestellt und Kreativtechniken eben nochmal gezeigt, welche Möglichkeiten habe ich, eine Kleberkunde, eine Farbenlehre und so weiter. Und das wollen wir uns jetzt einmal ganz kurz anschauen. Übrigens, hier habt ihr die Möglichkeit nochmal zu schauen, was bedeutet denn welches Zeichen. Da können wir uns nachher aber nochmal drauf eingehen im Katalog. Beginnen wir für den totalen Anfänger. Es gibt ja, wie ihr wisst, Kreativsets. In diesen Kreativsets, gehen wir mal durch, da gehen wir auf diese Seite, in den Kreativsets ist im Prinzip alles enthalten, was ihr zum Basteln benötigt. Von den Papieren, von den Karten. Manchmal sind es auch hier, wie ihr seht, so Kinderspielzeug. Oder es ist mal eine Magnettafel. Wir hatten auch schon einen Planer. Und alles, was ihr zum Gestalten dieser Projekte braucht, befindet sich immer in den Sets. Manchmal sind sie mit Stempelmaterialien, also einem kleinen Stampin' Spot, einem Acrylblock und natürlich auch einem Stempel, also mit verschiedenen Stempeln, oder manchmal sind es wirklich reine Sets, zum Beispiel mit Karten, wo alles schon drin ist, wo man nur noch kleben muss. Das wirklich für den Anfänger, der erstmal testen möchte. Oder vielleicht, wenn ihr mal mit Kindern was machen wollt. Genau. Das ist wirklich was, wo man gemeinsam mit wenig Aufwand und mit wenig Material schon mal loslegen kann. Dann kommen wir auf schnell und einfach gestaltet. Hier sind schon ganz viele tolle Beispiele. Das ist für den Gelegenheitsbastler, der so langsam anfängt und sagt, oh ja, das gefällt mir. Der Gelegenheitsbastler hat hier eine Top 10. Das bedeutet, was sollte man haben? Man sollte eine tolle Papierschere haben und ich kann die von Stampin' Up! Euch empfehlen, denn diese Schere schneidet wirklich bis in die Spitze. Also ich kenne wirklich keine bessere Schere. Dann der Multikleber, klar, ne? Also der Multikleber, das ist der optimale Kleber, der hält und der ist wirklich bombastisch.
unsere Stampin' Dimensionals. Das heißt, unsere, damit wir was 3D aufsetzen können, Dimension aufs Papier bekommen. Die gibt es in verschiedenen Größen. Ich empfehle immer erst die große. Ein paar Stampin' Spots. Man hätte stattdessen auch vielleicht das schwarze Memento-Kissen nehmen können, statt dieser vielen Farben. Aber natürlich auch das eine tolle Idee. Wir brauchen immer einen Acrylblock am Anfang, damit ich auch stempeln kann. Die gibt es in verschiedenen Größen und auch in einem Kombipack. Stempelsets. Es gibt so Basic-Stempelsets mit Sprüchen zum Beispiel, mit denen ich schon mal anfangen kann, ganz einfach mit ein bisschen Designerpapier, vielleicht eine Handstanze wie dieser, ein paar Formen auszustanzen, einen Spruch drauf zu machen und fertig. Wir brauchen natürlich in irgendeiner Weise eine Grundlage, mit der wir arbeiten können. Das können fertige Karten und Umschläge sein oder auch unseren Farbkarton, den es in ganz vielen Farben und Varianten gibt. Auch als Mischsets, was ich ganz toll finde. Also das ist so für den Anfänger schon mal das Basic, wobei mir ein Produkt fehlt, nämlich unser Papierschneider. Also ich finde, den hätte man hier wirklich noch mit reinpacken können. Und dann kommen wir zu etwas, was ganz neu ist, nämlich Mix and Match. Da habt ihr die Möglichkeit, mit vorgefertigten Dingen, wenn ihr jetzt anfangt und sagt, ich will es probieren, ich habe aber noch nicht ganz viele Farben, ich habe auch nicht ganz viele, vielleicht noch keine Stanz- und Prägemaschine, aber ich möchte trotzdem was machen. Dann haben wir hier ganz tolle Sachen und ich habe die mir tatsächlich auch gekauft. Ups, das wollte ich nicht. Schaut mal, das sind diese Sachen. Wir haben verschiedene Umschläge und man kann natürlich auch ganz normale weiße Karten verwenden. Und es gibt tolle Die-Cuts, also Blumen, dann hier so alles Mögliche. Wer noch kein Stempelset hat und sich auch keins kaufen möchte, kein Acrylblock oder keine Stempelfarbe, es gibt auch hier ganz tolle Sprüche, die man verwenden kann. Zum Beispiel Einladung, alles Gute. Oder zum Geburtstag, du bist mega, herzlichen Glückwunsch, dann braucht ihr das nicht. Und ihr könnt einfach das jetzt nach eurem Lust und Laune auf den Umschlägen verteilen. Hier haben wir übrigens noch Etiketten und es gibt eben solche Mischpacks mit, da sind jetzt nur 5 Karten und Umschläge drin. Oder ihr kauft euch einfach die weißen und gestaltet dann mit den Die-Cuts hier oder mit der Ephemera, wie es so schön heißt, diese Sachen. Und ich habe bei Stampin' Up durften wir damit basteln und ich will es euch zeigen. Ja, wir sind an die Tische, mein Verband geht auf, wir sind an die Tische und da waren die Sachen gelegen und jeder durfte eine Karte gestalten und das war meine. Das heißt, ich habe mir einfach von den Etiketten genommen, habe mir überlegt, verschiedene Die-Cuts mit Blumen, den Hintergrund und habe diese Karte gestaltet und hier den passenden Umschlag, da habe ich auch nochmal was draufgeklebt, ja. Und es hat so einen Spaß gemacht, denn man muss schon auch noch ein bisschen was Kreatives sich überlegen, wie ich die gestalten kann. Also hat wirklich Spaß gemacht und darum habe ich mir die auch gekauft. Vielleicht bastel ich mal, solange mein Finger so defekt ist, mal mit diesen Die-Cuts. Und es gibt einen ganz tollen Spruch, den finde ich so mega, dieses Sprüche-Set. Eine schwarze Tinte oder diese Stampin' Spots, die kleinen, oder eine Memento-Tinte. Und dann haben wir hier, ich habe dieses Stempelset schon ganz, ganz oft benutzt. Kostet 21 Euro, ist für mich eine absolute Empfehlung. Viel Glück, gute Besserung für einen Wunsch zum Geburtstag. Lass dich feiern, nur mal so, yippie. Ich finde, das ist so ein geniales Set und wie gesagt, eines meiner Lieblingsstempelsets bereits jetzt aus dem Katalog. Auch hier auf dieser Seite nochmal ganz viele Beispiele, wo man sagen kann, oh ja, das gefällt mir und das könnte ich mal machen und so weiter. Also, für mich eine absolute Empfehlung für den Gelegenheitsbastler, der noch nicht viel im Schrank hat. Ich kann jetzt nicht auf jede Seite eingehen, ich möchte euch so die wesentlichen Dinge zeigen. Genau. Was wichtig und immer wichtiger wird bei Stampin' Up, ist Scrapbooking, Erinnerungen, Einsteckhüllen für diese Erinnerungen. Dann gibt es wieder Kärtchen, da sind auch manchmal Die-Cuts dabei,
mit denen man ziemlich schnell und einfach nicht nur Karten gestalten kann, sondern auch Layouts für Scrapbooking. Und Scrapbooking, wie gesagt, wird sehr wichtig bei Stampin' Up, denn die haben es, in Amerika hat ein Direktvertrieb aufgehört, das war Close to My Heart, die sehr viel Scrapbooking gemacht haben, und Stampin' Up hat sich entschlossen, diese Makers, also bei denen hießen Demonstratoren Makers, und die praktisch einzuladen, die Stampin' Up Familie, und sie wollen da auch mehr Produkte auf den Markt bringen, speziell für Scrapbooking, speziell für dieses Gestalten mit Erinnerungen, Fotos und so weiter. Bin gespannt, was kommt. Ja, dann gucken wir mal weiter. Ach ja, auch ein Papier, was so sich so ein bisschen Richtung Die-Cuts und fertige Dinge und einfaches Gestalten richtet, ist für mich auch nochmal das Papier floral umrahmt. Wie gesagt, das sind so Die-Cuts. Und jetzt kommen wir schon nach diesem Bereich in die große kreative Welt. Das sind fließende Übergänge, weil natürlich kann sich auch ein Gelegenheitsbastler sagen, ach, ich hätte jetzt doch irgendwann mal eine gerne Stanzmaschine oder das ein oder andere große Stempelkissen. So baut man sich ja den Bestand auf. Am Anfang ist man immer so ein bisschen unzufrieden, weil man so wenig hat. Und man muss sich halt mit der Zeit seine Bastelmaterialien ausbauen, die man zu Hause hat. Also die kreative Welt ist alles. Und hier sehen wir die Dame, die hier so schön bastelt. Kreative Träume, Gestalten ohne Grenzen und ideenreich. Das sind, glaube ich, Schlagworte, die da sehr gut dazu passen. Jetzt kommen wir am Anfang, und ich finde es super schön modern gemacht, unsere Produktreihenkollektion. Das heißt, für alle, die noch Stampin' Up nicht kennen, wir haben ganz viele Produkte, die zu einem Thema gestaltet sind, zum Beispiel Grüße vom Mittelmeer. Oder gehen wir mal auf die nächste Reihe, eher männlich, auf in die Höhe. Also das hier ist eine Produktreihenkollektion, Beispiele, und wir haben immer Stempelsets, Stanzen oder Handstanzen. Dann gibt es oft also Accessoires dazu, Bänder oder Pailletten etc. Und mal in der Regel immer ein Papier. Manchmal sind auch noch Karten dabei, je nachdem, was sich Stampin' Up da ausgedacht hat. Ihr seht auch hier oben immer eine Sammelnummer für all diese Produkte, oder ihr könnt hier unten auch die einzelnen bestellen, und da seht ihr die Bestellnummern. Ihr bekommt auf die Kombination aus Stempelset und Stanzformen immer ein Produktvorteil von 10%, wenn ihr das zusammen bestellt. Genau. Die Produktreihenkollektion hat keinen weiteren Rabatt, sondern das dient nur dazu, dass man nicht umständlich alle Nummern einzeln eingeben muss. Und hier drüben sind immer ganz viele tolle Beispiele. Und Stampin' Up hat sich entschieden, das so ein bisschen aufzubauen und zu sagen, es gibt immer Beispiele, wo nur gestempelt wird. Dann gibt es Beispiele, die schon etwas schwieriger sind. Das heißt, hier ein Hintergrund, ein bisschen Wolke und 3D dieses Flugzeug ausgemalt und aufgesetzt. Und dann vielleicht nochmal ein Schwierigkeitsgrad höher, nochmal hier mit dem Text zusätzlich gestaltet. Ja, also da muss man eben gucken. Wir haben für alle möglichen Schwierigkeitsgrade in der Regel Beispiele hier, die man nachbasteln kann mit den Produkten auf dieser Seite. Und ihr findet auch hier unten immer die Farbzusammenstellung dieser Produktreihe. Also da haben wir eine ganze Menge Produktreihen, die möchte ich jetzt auch nicht im Einzelnen durchschauen, also oder durchsprechen mit euch. Immer nur, wenn ich was Interessantes finde, dann sage ich das dazu. Also ich finde die Beispiele toll. Dann gibt es auch riesengroße Produktreihen. Also das war jetzt ja eine kleinere mit einem Produktpaket aus Stempeln und Stanzformen und einem Papier. Es gibt aber auch zum Beispiel das Landhausglück hier. Das ist eine Megasuite. Das heißt also eine große Produktreihe, die ich übrigens über alles liebe. Die finde ich ganz toll. Wir haben sogar zwei Stempelsets und Stanzformen, ne?
Wir haben sogar zwei Papiere in der Produktreihe auch enthalten. Wenn man sie komplett bestellen will, sind Bänder, Prägefolder und eben diverse Perlen hier. Also das ist so eine Mega-Suite. Gibt auch wieder eine Bestellnummer für alles, aber ihr könnt auch alles einzeln kaufen. So. Wieder im Katalog befinden sich auch so was Tolles, nämlich ein Stempel- und Stanzformenset, wo wir zusätzlich Deko-Schablonen haben, sodass wir solche abgestuften Motive, farblich abgestuften Motive erstellen können. Und hier übrigens unsere beiden Schätzchen, die Stanz- und Prägemaschinen in groß und in klein. Bitte für den Anfänger. Ich weiß, es kostet erstmal deutlich mehr, aber ihr tut euch keinen Gefallen, finde ich, wenn ihr euch zuerst die kleine kauft, weil sie preislich günstiger ist. Denn bei vielen Sachen kommt ihr da ziemlich schnell an eure Grenzen. Das ist eine wunderbare Ergänzung, wenn man nicht viel Platz hat. Aber viele Sachen brauchen auch die größere. Deshalb bitte als erstes, wenn ihr Möglichkeit habt, die große. Und übrigens seht ihr hier immer QR-Codes. Ihr könnt da reingehen und dann kriegt ihr Zusatzinformationen. Zum Beispiel in Form eines kleinen Videos zu den verschiedenen Produkten. Also das nur als Hinweis. Einfach mal mit dem Handy drüber gehen und das einscannen. Nach den ganzen Produktreihenkollektionen kommen die Produktpakete. Hier seht ihr schon was ganz Besonderes. Es gibt hier zwei Produktpakete, bei denen ihr euch aussuchen könnt, welche Form von Stanze ihr haben möchtet. Möchte ich eine Handstanze oder möchte ich hier sogar drei von diesen ganz normalen Metallstanzen, von dem Framelits hier, da hat man früher gesagt. Oder möchtet ihr, das ist hier auch, also zum Beispiel bei dem, wenn ich das jetzt mir kaufen würde, würde ich mir wahrscheinlich die kaufen, dann kann ich die nämlich auch so schön auf einem Papier übereinander setzen. Hier zum Beispiel würde ich mir das nicht machen, ich würde mir hier zum Beispiel immer die Handstanze bei dem Tab kaufen, der übrigens auf meiner Wunschliste steht für Scrapbooking oder ja, für diese ganzen Dinge. Gehen wir mal weiter. Das geht durch die Reihe der Produktpakete. Stampin' Up! Hat uns auch erhört. Es gibt auch das ein oder andere Produktpaket für den kleineren Geldbeutel. Zum Beispiel ganz zuckersüß ist dieser Babyalarm. Ihr seht hier unten das einzelne, das Stempelset und die Stanzformen. So könnt ihr sie kaufen. Oder hier in der Reihe das Produktpaket aus Stempelset und Stanzformen, dann bekommt ihr beides und ihr habt 10% Preisnachlass. Statt 37 Euro kostet es dann in der Kombination 33,25. Und auch hier immer wieder der Hinweis, Stampin' Up! Hat sehr viel soziales Engagement und da ist immer das ein oder andere beschrieben. Genau. Gehen wir mal weiter. Dann kommen wir in die Rubrik noch zu haben. Noch zu haben heißt, das waren sehr beliebte Produkte aus den vorherigen Katalogen, Mini-Katalog, Jahreskatalog, und Stampin' Up! Hat sich entschieden, diese weiter zu übernehmen. Die bleiben im Sortiment. Teilweise sind sie sehr klein abgebildet. Deshalb, also ihr seht, das sind sogar einige, die hier übernommen werden. Und ihr findet Ideen zu diesen Produkten, ganz viele, hier unter diesem Code, da kommt ihr zu Pinterest. Und da hat Stampin' Up! Eine Seite, wo sie ganz viele Ideen zu den verschiedenen Sachen gesammelt hat. Also da wirklich ein absoluter Ideenpool. Könnt ihr mal über den QR-Code reingehen. Diese Produkte werden jetzt nicht sehr groß dargestellt. Manchmal kann man auch die Schrift sehr schlecht lesen. Das ist aber auch gewollt, denn hier soll man sich wirklich dann im Online-Shop umgucken. Da könnt ihr alle Produkte nochmal in groß sehen, die Schrift sehr gut erkennen
Und da hat man hier ein bisschen Platz gespart und hat gesagt, dann bitte bei diesen Sachen doch mal in den Online-Shop gehen und da noch mal reinschauen. Oder ihr habt noch einen alten Katalog. Genau. Dann hier beschrieben, auf dieser Seite wird der doppelte Spaß. Das bedeutet, wir haben hier die erste Technik, die sogenannten Reversible Stempel, also Stempel, die man umdrehen kann. Man kann auf der einen Seite Linien stempeln, wie jetzt zum Beispiel die Sterne, die Outlines. Dann dreht man diesen ganzen, das sind so Photopolymer-Stempel, um und kann dann die Fläche stempeln. Reversible. Und zum Stempeln braucht man natürlich die Acrylblöcke. Die könnt ihr einzeln kaufen. Sie sind ein bisschen geschrumpft, ein paar sind rausgefallen leider. Oder ihr könnt sie im Paket kaufen mit damit 10% Einkaufspreisvorteil. Und hier haben wir die beiden tollen Sets. Also das haben wir als Demonstratoren mal auf einem Event geschenkt bekommen. Und das hier, das steht auch immer noch auf meiner Wunschliste mit den Turtles, also mit den Schildkröten. Gut. Falls ihr hier so kleine Einkaufskörbchen seht, damit will Stampin' Up! Darauf hinweisen, dass Produkte verwendet werden, die vielleicht hier im Katalog nicht so groß dargestellt werden. Und der Hinweis geht doch einfach, das sind oft übernommene Sachen, geht doch einfach in den Online-Shop von Stampin' Up! Und sucht unter dem Begriff Forever Forest das passende Produkt und schaut es euch dort genauer an. Genau. Hier kommen wir auch wieder zu einer Technik, nämlich der sogenannten oder zu einer Form des Stempelns, die Stampin' Up! Auch die ich finde bei Stampin' Up! Besonders toll ist, nämlich Schritt für Schritt. Das heißt so Two-Step oder gar Three-Step Stempelsets. Man kann jetzt eine Outline stempeln, dann kann man einen Füllstempel reinsetzen, vielleicht noch einen weiteren Füllstempel reinsetzen. Also da bauen sich diese Stempel auf, wie zum Beispiel hier bei dem übernommenen Set Heißluftballon, bei unserem Set mit den Werkzeugen oder neu bei diesem Autoset. Finde ich auch ganz süß für Jungs, muss ich echt sagen. Gucken wir mal. Genau, was wir auch haben, sind so große Hintergrundstempel. Da braucht ihr den großen Stempelblock F, den gibt es zu kaufen. Oder falls ihr ihn noch habt, den Semperatus oder eine andere Stempelhilfe. Den Semperatus gibt es leider nicht mehr, um einen vernünftigen, gleichmäßigen Abdruck zu bekommen. Die Frage, wie färbe ich die ein? Entweder gehe ich mit meinem Stempelkissen drüber oder neu haben wir auch hier diese Rolle, mit der wir so einen Stempel prima einfärben können. Und da gibt es eben diverse große Stempel, alt und neu. Den finde ich toll, den haben wir auch bekommen. Jetzt bei Onstage in Rotterdam war ich und da haben wir den bekommen. Und da kann man auch ausschneiden, finde ich auch eine tolle Technik hier. Und ja, da kann man viel mitmachen. So, Applaus, Applaus. Wir haben immer wieder Demonstratoren, also eine ganz kleine Gruppe, die es geschafft hat, im Laufe ihrer Karriere 1 Million CSV-Umsatz zu machen. Das ist etwas mehr wie 1 Million Euro. Und dürfen dann einem Stempelset ihren Namen geben oder eines kreieren. Und da gibt es einige. Ein Teil, glaube ich, ist auch nur im exklusiv online zu finden. Dann haben wir hier unsere Aufbewahrungssysteme. Nein, die Körbe gibt es nicht. Nein, das gibt es auch nicht hier hinten. Und auch die Aufhängungen gibt es nicht. Aber hier unten diesen Part zur Aufbewahrung, der ist käuflich erwerblich. Ja. Lebendig gehalten, hier wird nochmal auf Scrapbooking hingewiesen und auch wieder eben auf Produkte, die man vor allem online einsehen kann.
Hier schon mal der Hinweis, wir haben zu jeder Designer, also zu jeder Farbfamilie, wir haben ja 4 Farbfamilien, Pastellfarben, Prachtfarben, Signalfarben und Neutralfarben sowie 2x In-Color-Farben, gibt es ein spezielles Designerpapier. Habe ich jetzt gerade nicht da liegen. Und dieses Jahr, wir haben immer 4 verschiedene Motive. Und diese Prachtfarben, die gucken wir, und diese ganzen Farbfamilien gucken wir uns gleich nochmal an. Es gibt natürlich auch Farbkartons. Es gibt auch die Grundkartons in Vanillepur und Grundweiß. Und auch die, das, da kommt hinten nochmal eine eigene Seite für. Genau, dann geht es darum, wir feiern durchs Jahr, dass es da ganz viele verschiedene Sets gibt. Hier auch nochmal unser Simply Scored Falzbrett beschrieben. Hier unten eben ein Hinweis für Weihnachten, für Geburtstag, hier zum Valentinstag. Also es gibt für jeden Anlass letztendlich passende Produkte. Hier das Thema Basteln mit Kindern, die Oma, die hier mit den Kindern bastelt. Teilweise halt auch nur in Englisch, aber ich finde es gar nicht schlimm. Hier basteln für Kinder, für den Fußballer, für den, der gern wandern geht. Hier so kindliche Motive, kann man aber auch schön für Scrapbooking benutzen. Das Thema Einladen, dass man wirklich auch für alle möglichen Dinge Einladungskarten gestalten kann. Genau, Anlässe, die eine Karte verdienen, wo ihr vielleicht auch mal denkt, ach, da hätte ich doch mal eine Karte gestalten können und dann Lust habt, hier loszuwerken. Hier übrigens auch nochmal der Hinweis auf übernommene Designerpapiere, zum Beispiel dieses wunderbare Designerpapier Lavendelblüte, das wunderbare Designerpapier Liebliche Natur, die stammen tatsächlich noch aus den vergangenen Katalogen jetzt. Bisschen was für zu Hause. Wir haben sehr viele Produkte mit Metalloptik. Da gibt es wieder strukturiertes Metallpapier in den verschiedenen Farben und Karten mit Metallic Look und besonderes Designerpapier mit Metallic Look. Auch da könnt ihr diese Sachen größer und noch mal viel ausführlicher im Online-Shop sehen. Unsere Übersicht, was es alles an Bändern gibt. Und ich glaube, da ist für jeden Geschmack was dabei. Übrigens, die neuen In-Color-Bänder sind total klasse. Da sind sie, eine tolle Farbkombo und ich finde, das sind ganz tolle Bänder, die so hier so einen genähten Rand haben. Sie franzeln ein bisschen, aber man kann sie gut mit dem Feuerzeug verschweißen. Also hier zum Beispiel unsere In-Color-Bänder und die sind wirklich empfehlenswert. Ich kann sie euch nur ans Herz legen. Eine wunderschöne und ich finde total frisch gemachte Übersicht, was die ganzen Accessoires betrifft und man sieht sie jetzt mal ordentlich. Also ja, ich finde die toll. Ich mag die Seite sehr gern und mein Liebling, die Schmetterlinge sind auch wieder mit dabei. Eine tolle Klebekunde. Das ist mal eine meiner Lieblingsseiten. Ihr seht hier, für was eignet sich welches Klebemittel. Und dann seht ihr hier diese Motive und dann seht ihr, also das ist zum Beispiel ein Allrounder für alle möglichen Varianten. Farbkarton kann ich kleben, Verpackungen, ich kann ausgestanzte Motive aufkleben, ich kann auch diverse Accessoires oder Geschenkbänder mit aufkleben. Also Accessoires, Geschenkbänder natürlich mit unseren Klebepünktchen, Geschenkbänder auch mit hier unserem Abreißklebeband und so geht das hier einmal quer über die ganze Klebegeschichte. Viel Wert wurde gelegt auf auf Technikideen und auch nochmal darzustellen, für welche Technik brauche ich welche Produkte. Aquarelltechnik zum Beispiel braucht entweder Wassertaktpinsel, ich stempel mit Stays On mein Motiv und male dann mit dem Wassertankpinsel und unseren wasserbasierten Stempelfarben aus.
Das ist übrigens speziell für eine Aquarelltechnik hier entwickelt. Oder ich nehme hier Blending, also meine Aquarellstifte, und ich nehme hier meine Mischstifte, in der eine Flüssigkeit drin ist, wo ich die verteilen kann. Oder ich habe hier Aquarell Fluidpapier 100 und ich stempel drauf und gehe dann mit dem Stampin' Spritzer drüber und lasse das verlaufen. Oder die letzte Variante, es gibt noch die Aquarell mit Technik mit den Pastellkreiden. Also hier viel alle Möglichkeiten und ihr seht, was ihr alles zu den einzelnen Techniken benötigt. Genau, dann haben wir nochmal so Bewegung, falls ich solche Rutschkarten machen will, sage ich mal, Bewegungskarten. Auch sehr schön gezeigt, was brauche ich denn eigentlich für Schüttelkarten. Also zum Beispiel hier sind diese Schüttelelemente. Ich brauche natürlich auch vielleicht Klebestreifen, um die Dimension zu bekommen. Eventuell brauche ich natürlich auch unser Papier, unsere Klarsichtfolie. Maskierungstechniken. Ich maskiere etwas. Ich stempel erst vorne etwas drauf, maskiere dann ein Tier und stempel was dahinter oder umgekehrt. Also hier sieht man es, der ist ja weiter vorne. Da habe ich hier den entsprechend maskiert. Da gibt es speziell auch Papier dafür, Abdeckmaskenpapier. Auch eine meiner Lieblingsseiten ist die starken Strukturen. Hier sieht man, wie man Struktur aufs Papier bekommt. Es gibt die Möglichkeit, heiß zu embossen. Versamark Pulver, übrigens unsere Embossing-Pulver werden nicht zum Katalogstart da sein. Sembin abwechselt ja die Firma und es kann wahrscheinlich noch bis in den Herbst dauern, ich weiß es nicht, bis wieder Embossing-Pulver da ist. Also da muss man zurzeit ein bisschen zurückstecken, wenn man da noch nichts hat, aber das kommt. Keine Angst, es wird kommen. Also embossen, heiß embossen, hier mit diesen Produkten. Man kann natürlich Struktur draufbringen über unser Stempelkissen in Flüsterweiß. Man kann mit der Paste arbeiten, also unserer Strukturpaste kann man arbeiten. Und man kann Struktur aufs Papier bekommen, wenn man Prägefolder benutzt. Und das ist die nächste Seite, prägende Momente. Dazu braucht ihr natürlich die Stanz- und Prägemaschine und wir haben ganz große Prägefolder, wenn man wirklich ein großes Projekt hat. Die Nummer 4 und die Nummer 11 zum Beispiel sind solche großen Prägefolder, die neu sind. Hier wollte ich euch noch auf so ein kleines Symbol aufmerksam machen, wenn ihr das seht. Das bedeutet, ganz am Anfang gibt es nämlich was ganz Cooles. Da bin ich drüber hinweggehüpft. Jetzt hoffe ich, finde ich das gleich. Hier, auf der Seite 22, Sketche. Ihr könnt ja mit so Sketchen ganz einfach Karten gestalten, indem ihr das nehmt und überlegt, was nehme ich alles, wie klebe ich es drauf, welches Designerpapier, welches Etikett nehme ich, vielleicht nehme ich noch ein oder zwei oder drei Blumen oder was auch immer ihr habt und klebt das dazu. Und dann habe ich zum Beispiel diesen Sketch und dann hat man hier mit diesem Sketch diese Karte gestaltet. Das ist ein Ideengeber und erleichtert manchmal, wenn man so ein bisschen gerade nicht so den besten Tag hat, das Basteln einer Karte, weil man eine Grundidee in dem Aufbau der Karte bekommt. Finde ich auch ganz toll. Da haben wir unsere Prägefolder in Übersicht. Dann haben wir unsere Farben und natürlich Farbverläufe, heißt Stampin' Blends Alkoholmarker. Immer eine dunkle und eine helle Farbe ist in einem Doppelpack zu kaufen, also immer hell und dunkel. Und wenn man die nebeneinander setzt, dann verschmilzt das und gibt so tolle Übergänge. Daneben gibt es unsere Stampin' Write Marker, die sind wasserbasiert und eignen sich sehr gut, um zum Beispiel Stempel einzufärben und dann abzustanzen. Oder man kann sie wie Filzstifte benutzen. Das Farbrad, Farblehre, das haben wir bekommen bei OnStage.
Und wir haben alle geschimpft, dass es das, oder was heißt, wir waren alle recht traurig, dass es das nicht für Kunden zu kaufen gibt. Aber Stampin' Up! Hat gesagt, es wird nochmal überarbeitet, die In-Color werden rausgenommen, damit das Rad auch länger haltbar ist. Und dann bekommen wir dieses Rad, was man dann hier so bewegen kann und so weiter. Zumindest ist es angekündigt. Mal gucken. Ansonsten haben wir schon das und da sieht man nämlich auch mal, was nebeneinander liegt und was zusammengehört. Genau. Da gibt es nochmal eine Farblehre, Monochrom liegen nebeneinander. Komplementär sind immer die gegenüberliegenden. Analog sind so drei Stück nebeneinander zum Beispiel. Und triadisch, ja, da mache ich mir so ein Kreuz. Nee, wie nennt man das? Weiß ich gar nicht, wie man dazu sagt. Also hier sieht man das, ne? Und das sind Farben, die dann besonders gut zueinander passen. Und jetzt kommen unsere Farbfamilien. Hier nochmal eine Legende, was es denn gibt, was da drin ist, wie viel da drin ist und so weiter. Und hier unsere Pastellfarben. Ich finde das so schön, dieser Aufbau. Ich finde es so frisch. Hier sehen wir die einzelnen Produkte, was es kosten wird, in den Farben, so wie es die verschiedenen Produkte auch gibt. Das sind jetzt begonnen mit unseren pastelligen Farben. Wir können aber auch den Farbkarton im Set bekommen. Das heißt, ich habe 20 Bögen. Wir haben immer 2, 4, 6, 8, 10 Farben. Das heißt, ihr werdet im Set dann in einem A4-Set immer zwei Bögen pro Farbe drin haben. Das finde ich für Anfänger super, die sagen, ich möchte erstmal einen gewissen Grundstock und ich muss ja erstmal schauen, welche Farben mir gefallen. Und dann kann man sich ein- oder zweimal das Set kaufen und hat dann doch 4 Farbkarton, wo man schon viel mit anfangen kann. Die gibt es auch im Set in groß, 30,5 x 30,5, also 12 x 12 Inch. Es gibt es immer als Kombi Designerpapier, also hier dieses gemusterte Designerpapier, immer in diesen Farben in einem Set. Es gibt immer auch Marker, aber nur im Set. Das sind dann alle Farben dieser Familie drin. Es gibt die klassischen Stempelkissen einzeln, aber auch im Paket. Die sind hier unten aufgeführt. Und es gibt Nachfülltinte einzeln oder in der Regel ein bisschen günstiger, wenn ihr es im Paket mit allen kauft. Und da haben wir unsere Farbfamilien, nämlich die Signalfarben sehr kräftig, die Prachtfarben nochmal kräftiger. Ich finde, das sind so klassische auch Herbstfarben dabei. Und dann haben wir unsere Neutral, also dieser Verband riecht mich aber auf heute. So, gehst du jetzt auf? Unsere Neutralfarben und unsere In-Color, und die habe ich euch schon gezeigt, die neuen In-Color. Die In-Color sind immer 5, bleiben 2 Jahre im Sortiment. Diese sind jetzt von 24 bis 26 und wir haben im Sortiment noch die von 23 bis 25. Und dann verlassen die uns wieder. Und dieses Jahr heißen sie Glücksgrün, Petunienpink, Südseesommer, Pfirsichcreme und Rosé, und ich liebe sie alle. Ich habe da ja schon ein Video gedreht, einmal hier mit diesen Karten, die ich gestaltet habe. Da habe ich komischerweise jetzt nur 3 mitgebracht, also mit so Karten gestempelt. Und auch meine Vogelhäuschen sind mit den In-Colors gestaltet. Könnt ihr mal auf meinen Videokanal gucken, auch bei YouTube, und da seht ihr das. Ganz neu ist die Basic Beige. Die wird es geben als Farbkarton, Stempelkissen und als Nachfüller. Nicht alle Produkte gibt es als Blends. Da gibt es also ein paar, wo eben der ein oder andere Farbe fehlt. Und ganz zum Schluss haben wir den schönen großen Index. Und da könnt ihr, wenn ihr wisst, wie euer Produkt heißt, könnt ihr sagen, okay, ich brauche die Stanze, die Handstanze mit der Kuh. Die heißt einfach cool und finde ich auf der Seite 76. Also man muss ein bisschen was wissen, aber es erleichtert einem wirklich das Suchen. So, und dann ganz zum Schluss nochmal der Hinweis, wie wäre es, wenn du als Stampin' Up! Demonstrator einsteigst? Als Eigendemo, weil du dir selber ein bisschen Geld sparen möchtest, oder möchtest du vielleicht mit anderen
dir ein Bastelgeschäft aufbauen. Das braucht Zeit, das braucht langen Atem, aber es macht auch Spaß. Und vielleicht habt ihr ja schon den ein oder anderen Bastelbegeisterten in der Verwandtschaft oder in der Bekanntschaft. Ihr müsst in einem Team einsteigen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr auch zu mir kommt. Ich freue mich immer darüber, weil ich liebe mein Hobby und ich liebe mein, ich habe ja auch ein kleines Geschäft und ich liebe das einfach. Und ja, da bin ich so begeistert von. Es gibt ein tolles Einsteigerpaket im Mai und zwar bekommt ihr im Mai zusätzlich zu eurem Starter-Set, also ihr müsst 129 Euro kaufen, bekommt für 175 Euro Ware, die ihr euch aussuchen könnt und ihr bekommt ein großes Paket mit In-Color-Farben zusätzlich kostenlos gratis geschenkt. Und auch der Versand ist gratis. Also das wäre vielleicht eine Idee für euch. Falls ihr Info wollt, geht doch einfach mal in den Online-Shop von Stampin' Up oder ruft mich an oder schreibt mir eine E-Mail und dann können wir uns darüber unterhalten. Genau, Geselligkeit macht Spaß. Und ganz zum Schluss ist noch die Angel Police. Stampin' Up erlaubt, dass ihr die mit den Produkten Dinge gestaltet, die ihr verkaufen könnt auf Märkten, zum Beispiel auf einem Weihnachtsmarkt. Und ihr müsst aber dann, wenn ihr es verkaufen wollt, diese Angel Police mit dem Original Stampin' Up Stempel drunter setzen. Das ist verpflichtend, das ist diese Angel Policy, heißt sie. Und ja, aber dann dürft ihr es verkaufen. Wenn ihr es nur verschenken möchtet, müsst ihr das natürlich nicht machen. Ne? Okay, gut, dann hoffe ich, habe ich euch viel zum neuen Katalog erzählen können, Informationen geben über den neuen Aufbau und wenn ihr Lust habt oder wenn ihr noch keine Demonstratorin habt und so einen Katalog möchtet, schreibt mich doch einfach an unter stempelstanzepapier.shot@online.de findet ihr auch unter dem Video und wir sehen uns beim nächsten Video, hoffentlich dann ohne Daumen, kaputten Daumen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.